Herzlich willkommen zu den News. Ich bin Rektalin und ihr schaut Replay Games für you. Kommen wir zu den Kaufempfehlungen diese Woche. Es gibt keine. Leider sieht es bei den Neuerscheinungen recht mau aus, deshalb kommen wir gleich zu den News. Es geistert bereits seit einigen Monaten das Gerücht durch die Spieleszene, dass die Xbox 720 zum Start von Spielen und Apps eine Internetverbindung benötigen wird. Dies bleibt weiterhin ein Gerücht, dennoch lassen die über Twitter veröffentlichten Kommentare von Adam Orff, einem Creative Director der Microsoft Studios, vermuten, dass die Gerüchte wahr sein könnten. So verstehe er das Drama um die permanente Online-Anbindung nicht. Heutzutage wäre jedes Gerät immer online. Man solle mit dieser Tatsache leben. Auch auf Kommentare aus der Community, dass es viele Leute gibt, deren Internet nicht das Beste ist oder gar keines haben, reagiert er arrogant. Diese Leute sollten mit der Zeit gehen und Internet bekommen. Es ist fantastisch. Ich halte solch eine Einstellung für untragbar, so hat sich auch Microsoft dazu entschlossen, diesen Ausbruch von sich zu weisen und klarzustellen, dass die Meinung von Orff nicht für das Unternehmen spreche. Jedoch wird in der offiziellen Stellungnahme kein Kommentar zur permanenten Internetanbindung gemacht, was als verdächtig zu werten ist, da dies doch der eigentliche Stein des Anstoßes war. Aber die härteste Nachricht kam aus dem Hause Disney. So hat sich der Konzern dazu entschieden, das traditionsreiche Studio LucasArts zu schließen. LucasArts war für viele der größten Adventure unserer Zeit verantwortlich. Schillernde Namen wie Monkey Island oder auch Star Wars Battlefront gehörten zum Portfolio. Auch wurde letztes Jahr der Third-Person-Shooter Star Wars 1313, in dem Boba Fett die Hauptrolle übernehmen sollte, angekündigt. Dieser dunkle und vor allem erwachsenere Ansatz wurde von Spielern und Presse sehr gut aufgenommen, doch leider wird es damit nichts mehr. Damit kommen wir aber im Grunde genommen auch schon wieder zum Ende der News. Diese Woche ist nicht viel passiert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zusehen. Bis zum nächsten Mal, euer Rektalin für Weeplay Games for You. Ciao, ciao!